Liebe Star Wars Freunde und Unboxing Fans, heute geht's mal nicht um Hasbro oder Kenner Star Wars Artikel, sondern um diesen genialen Revell Sternzerstörer. Bleibt dran. The power of the dark Hallo bei Daddy Vintage, dies ist ein Kanal für Toys, Movies und Reviews. Mein Name ist Philipp und ich bin auch riesengroßer Star Wars Fan. Da ich nicht so viele Vintage-Artikel habe, habe ich bis jetzt ein paar Videos über die Retro-Collection von Star Wars gemacht. Und eine Sache, wo ich mich nie rangetraut habe, war Modellbau. Aber ich möchte euch einen Artikel vorstellen, der absolut idiotensicher ist. Und zwar ist es dieser Revell Imperial Star Destroyer. Das Besondere an dem ist, es ist wirklich Level 1, die allereinfachste Stufe. Das heißt, ihr könnt ohne Werkzeug, ohne Klebe den Artikel ganz einfach stecken. Es ist ab 6 Jahre, er hat 46 Teile. Light und Sound, wie ihr gleich sehen werdet, ist ungefähr 40 cm lang. Und die Artikelnummer ist 389432. Ich wiederhole nochmal, 389432. So, ihr wollt doch sicherlich sehen, wie das Teil im Original aussieht, ausgepackt. Einen Moment, ich habe es nämlich schon mal für euch erledigt. Tada! Vielleicht habt ihr das auch schon mal bei mir als Hintergrundartikel bei einem meiner Videos gesehen. Also, es sind ungefähr 40 cm Länge. Das komplette Teil ist zum Stecken. Das heißt, ihr braucht kein Werkzeug, keine Klebe. Und es ist so ab 6, dass wirklich Kinder das auch können, im Notfall ohne Hilfe der Erwachsenen. Light und Sound, damit ist dieser Knopf hier gemeint. Und das ist das Geräusch. Ansonsten, wie gesagt, hat man hier diese Ständer. Hier ist diese Ladebucht sozusagen für den Blockade-Runner von den Rebels, der allerdings nicht dabei ist. Und wenn man ganz genau hinguckt, dann kann man hier noch diese kleinen Kanonen, sollen das wohl sein, drehen. Aber die sind sozusagen schon fest installiert, die müsst ihr nicht extra bauen. Ja, ich bin darauf gestoßen, weil der Artikel damals ungefähr 20 Euro gekostet hat. Ihr könnt ja mal nachgucken. Ihr solltet den Artikel um 25 bis 30 Euro bekommen. Und ich finde, selbst wenn man mit Modellbau nichts am Hut hat, für den Preis ist es ein absolut toller Artikel. Ich habe den Artikel als Deko im Hintergrund stehen. Hat mir super viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass es für euch ganz interessant war zu sehen, dass es auch eine ganz einfache Stufe gibt, für Leute, die nicht so viel mit Modellbau zu tun haben. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Zuschauen. Der Kanal ist noch neu. Bitte lasst einen Daumen nach oben, bitte lasst ein Abo da und guckt doch mal in meine Community rein. Dort habe ich auch eine interessante Abstimmung. Bis zum nächsten Mal, euer Daddy Vintage. Tschüss.